Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Kreativ im Wilden Süden. Ich möchte Tee verschicken und habe mir überlegt, wie mache ich das am besten, damit es auch vom Porto her nicht wird. Also es passt noch in den Umschlag, ist dicker, es wird definitiv mehr kosten. Aber ich finde die Idee trotzdem toll. Und zwar einfach mit 4 Taschen drin. Zum Tee verschicken und man kann kleine Grüße reinmachen, man kann hier auch Text reinschreiben, statt Gebüsch dran zu machen. Genau, und ich zeige euch jetzt, mit was ich jetzt in unserem Beispiel arbeite. Ich arbeite einmal mit diesen beiden Ständen-Sets, kunstvolle Lagen und die Großkatzen. Die haben es mir im Moment angetan und die passen, finde ich, auch so gut zusammen. Und dann brauchen wir einmal es war einmal ein DIN A4-Blatt. Einmal die komplette Menge mit 29,7 auf 10,5. Beidmal, also einmal 14,6 gefalzt, umgedreht, nochmal bei 14,6 gefaltet oder gefalzt. Und dann brauchen wir einmal 28,7, also 1 cm kürzer, auf 10 cm. Und einmal bei 14,2 gefalzt, wieder gedreht, nochmal bei 14,2 gefalzt. Das wird dann später ineinander geklebt. Dann habe ich Designpapier, viermal in den Maßen 13,8 auf 10 cm mit 2 Designs und auch nochmal viermal 13,6 auf 9,5, wo ich mich auch für 2 verschiedene Designs entschieden habe. Und dann brauchen wir noch für die Taschen, das habe ich jetzt in Inch, wir können es aber kurz auf den Zentimeter umrechnen, einen Moment. Das sind dann einmal 6,3 cm auf 8,3 und das falte ich jeweils bei einem Viertelinch, also bei knapp oder bei 7 cm an 3 Seiten. Da achte ich nur drauf, dass das Design, wenn es ein Muster hat, wo mit Kopf oben und unten ist, dass ich oben nicht falze. So, dann fangen wir doch damit gleich an. Da brauchen wir eine Schere. Und dann schneide ich nämlich an den Falzecken, die Klebemaschen immer die Ecke ab. Dann lässt sich nämlich besser ankleben und es liegt besser an. So. Wir haben so tolles Wetter und ich musste jetzt einen Rollladen runter machen, damit man überhaupt irgendwas auf meinem Tisch sieht. Leider klemmt der aber, deswegen geht er nicht ganz runter. Ich hoffe, das Licht stört auch nicht ganz zu sehr. Aber ändern kann ich leider auch nichts dran. Trinkt ihr auch im Sommer Tee oder seid ihr nur im Winter Teetrinker? Also ich trinke an sich das ganze Jahr über gern Tee. Und im Sommer tue ich ihn gerne auch einfach kalt werden lassen und trinke dann alles kalt, so Eistee-mäßig. Und am liebsten dann einfach Pfefferminztee. Kalter Pfefferminztee. Meiner Meinung nach nichts Besseres. Das auch direkt in den Müll. Ja, ich habe hier noch einen Streifen für den Rücken, den falten wir nachher noch zusammen. Fangen wir doch jetzt mal mit dem Aufkleben an. Beziehungsweise falzen wir hier noch schnell. Dann kann das ein bisschen liegen. Ich falze immer erst die Seiten. Und dann unten. Frag mich nicht warum, habe ich mir irgendwie so angewohnt. Einmal. Das. Jetzt.
So, dann fangen wir mit dem Kleben an. Das müssten die kleineren Maßen sein für innen und das die größeren für außen. Hier habe ich noch schnell meine Bleistiftmarkierungen. So. Von außen an. Ich habe mich für dieses Design außen entschieden. Und trage jetzt eine ganz dünne Spur Tombow auf. Das klebe ich jetzt linksbündig an. So, jetzt kommt das nächste. Klebe ich richtig rum rechts bin ich an. Und dann stampfe ich mir kurz ein Geodreieck. Es müsste ein halber Zentimeter sein, aber ich messe immer nach. Ist das auch? Gut. Dann auch hier. Geodreieck und dann Lineal. Dann legen wir das. Hier 1 oder 3 cm und hier 3 cm. Ich hoffe, ihr habt jetzt was gesehen mit meinem Kopf. Schnappen wir das Brett. Und legen das so an. Dass die Markierung mit dicht der Nut ist. Und falzen einmal runter. Lege das dann auch auf der anderen Seite an. Das passt auch schon. Dann auch hier die Bleistiftlinien weg. Und falzen. Einmal. Da ist hingelegt. Mal. Und zweimal. So, dann haben wir das. Jetzt kleben wir noch schnell das Papier innen rein. Ja, das hat wirklich ein oben oder unten. Bei dem Designpapier wirklich darauf achten, eine dünne Schicht Kleber, eine ganz dünne Spur, dann streckt sich das durch. Und das möchte man ja nicht. So. Einmal. Dann haben wir das hier und dann kleben wir das hier fest. Dann mache ich erstmal nur innen reinklebe. Ups. Hier tat sich jetzt ein bisschen mehr, weil das soll wirklich heben.
Und dann legen wir das. Wie mache ich das, dass ich auch noch was sehe? Ohne euch das Bild zu versperren mit meinem Dickkopf. Vielleicht so eindrücken, aufmachen, festdrücken. So, jetzt klappe ich es auf. Mach hier Kleber drauf. Die Dreiecke lasse ich bewusst frei mit dem Kleber. Gegebenenfalls schiebe ich was vom Cover-Design da unten drunter. Dann ist es einfach, wenn ich gar nicht erst festgeklebt habe, dass ich hier was runterschieben kann. So. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Also, wenn ihr dran denkt und ein Band eurer Wahl habt und hier rechts und links direkt um das Designpapier klebt, habt ihr sogar einen Verschluss. Ich bin jetzt zu spät. Ich zeige euch aber nachher ein Beispiel, wo ich dran gedacht habe. Ist auch das einzigste, wo ich dran gedacht habe. Alle anderen Male habe ich es irgendwie vergessen und erst festgestellt, als es schon zu spät war. So, dann hier kurz nachfalten. Der Rücken macht alles ein bisschen stabiler. Aber es sieht dann auch einfach besser und sauberer aus. So, und dann kleben wir das nächste. Auch hier fange ich außen an. Da möchte ich das Design, genau. Soll ich vielleicht auch im Bild arbeiten. Aber jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, ich Kleber auftrage. Sondern auch hier. Ja, da werde ich mich wohl vermessen haben. Das passt nicht ganz mittig. Was habe ich denn da für ein Maß genommen? 9,5. So, den jetzt noch drauf, dann logischerweise genauso. Was habe ich denn dann dafür Maße? Muss ich Weißbrot verschnitten haben. Fast nicht so ganz. Ja, ich habe es weiß nicht gekürzt. Tja, jetzt ist es zu spät. Was klebt, das klebt. Oder? Ich schneide jetzt hier und hier noch ein bisschen was weg. Einen Moment bitte. So, ich bin wieder da. Sieht jetzt bei Weitem besser aus. Also, richtig, am Anfang gleich richtig messen, dann ärgert man sich hinterher nicht. Das kann ich Gott sei Dank noch retten, passiert aber leider nicht immer. So. Dann kann ich hier wirklich schön sauber reinkleben. Ja, 100%ig gerade ist es trotzdem nicht.
Und dann kommt hier hinten eine dünne Schicht Kleber drauf. Die tue ich auch die erste mit dem Finger verstreichen. Und mache dann eine zweite Schicht drauf. Wo ich nur gucke, dass es an den Kanten frei ist. Und dann wird das mittig reingeklebt. Bin ich mittig? Und dann hier verstricken. Ja, irgendwo muss ein bisschen krumm sein. Tja. Wenn Tom wohl klebt, klebt er. Und dann wäre das Buch schon fertig. Und jetzt mit dem Band optimal zum Schließen. Tja, in meinem Fall gibt es das halt nicht. Und dann klebe ich gleich schon die Taschen rein. Und dann klebe ich die hier außen hin. Die kommt nach innen. Die Anna kommt nebendran. Oh, jetzt bin ich verrutscht. Jetzt habe ich Kleber am Daumen. So. Und die letzte kommt wieder nach außen. Und dann haben wir unsere Taschen schon mal drin und dann geht es nur noch ans Dekorieren. Ich werde die Großkatzen dazu nehmen, die habe ich mir schon vorbereitet. Und dann gucken wir, welche Farbe das ist. Granit und Schiefergrau mit Anthrazit. Und ich habe auch von der letzten Karte noch ein paar Zweige über. Und ich habe auch hier noch etwas von den Großkatzen. Das passt farblich nicht ganz. So. Und dann gucken wir mal, was wir benutzen. So. Hier noch einige Etiketten fertig gestellt. Das braucht man immer. So, was möchten wir denn ansprechen? Dann möchte ich auch bei den beiden Sets bleiben. Nehmen wir doch mal das Danke dir, du weißt wofür. Wo habe ich hier?
Und ich habe mich entschieden, ich werde in Kalypso und Minzmakrone stempeln. Der war, was ich mache. So. Ich hoffe, ich bin mit meinem Kopf aus dem Bild. Einmal. Ich muss es selber machen. Der wird da drauf kommen. Was möchte ich denn noch? Wenn wir schon dabei sind beim Stempeln. Zeig, was in dir stimmt. Habe ich erst richtig? Das geht aber irgendwie etwas verloren. Oder fast. Gucken wir jetzt mal auf der Rückseite. Ob man den sehen würde. Da geht's unter. Habe ich mir fast gedacht. Gefällt mir nicht. Haben wir nicht ein halbes Jahr? Nee. Ich glaube hier noch. Passt da drauf? Ja, könnte mit Ach und Krach funktionieren. Und dann nehmen wir noch Blatt einfach du selbst. Dann machen wir auch wieder einen Kalib. Ah, das ist die große Nasskatze. Die will ich nicht. Den wollte ich nicht. Den hier. So. Dann haben wir das. Machen wir die gleich wieder zu. Ich klebe jetzt erstmal den hier an. Das mache ich, indem ich hier ein bisschen Kleber am Kopf mache. Wenn er rauskommt. Und hier etwas. Und das dann schon mal andrücke. So. Dann kann ich das nämlich schon mal so legen, wie ich es gerne hätte, und gucken, was ich so nach unten drunter schiebe.
Das geht verloren. Machen wir doch so. Aber eins, wo vielleicht nicht die Ecke fehlt, nehmen wir den hier. Ich würde hier nicht mehr mit oder in die Höhe arbeiten mit der Menschenmilch oder anderen Produkten, weil dann einfach zu dick im Umschlag wird durch den Tee. Dann ist das mein Cover. Und dann gehe ich jetzt innen rein. Da arbeite ich gerne mit einer Pinzette und ich habe mir Tombow und so einer Spitzenflasche umgefüllt. Dann mache ich auch nur in der Mitte was. Klebe die so hier fest. Einmal. Ein Tick verloren. Da auch. Tja, die ist zu hell, der Schneeleopard. Dann klebe ich den aber hier hin. Ich glaube, ich dekoriere alleine weiter aus. Das wird schon für euch zu lange. Und ich zeige euch dann gleich, wie ich es fertig gemacht habe. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ausdekoriert. Das würde dann so aussehen. Ohne den Tee. Ich werde den Tee dazu nehmen. Ihr könnt ja jeden beliebigen nehmen. 4 Gleichsorte. Ich habe 4 verschiedene. Ist das ein antikes Buch. So, und dann haben wir hier einmal das. Und das, was ich euch zu Anfang gezeigt habe. Dann aber mit diesem Designpad hier. Eden. Nee, gar nicht. Das sind auch die Großkatzen. Die haben es mir angekannt. Das ist jetzt Anthrazit mit Schwarz.
Und hier, wo ich tatsächlich dran gedacht habe, ein Band einzubauen mit dem Viersicher. Wo ich einen Verschluss habe. Weniger dekoriert habe. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!